Umgeben von hohen Bergen, im Tal des Flusses Miljatska, liegt Sarajevo, die Hauptstadt Bosnien und Herzegowinas. Ein Ort voller Gegensätze, am Schnittpunkt zwischen Orient und Okzident. Klein-Jerusalem wird Sarajevo genannt, wegen der vielen Religionen, die hier seit Jahrhunderten meist friedlich neben und miteinander existieren. Die Stadt hat eine wechselvolle Geschichte, war Teil des Osmanischen Reiches, später dann Österreich-Ungarns. Dreimal stand Sarajevo im Mittelpunkt des Weltinteresses. 1914 wurde der österreichische Thronfolger Franz Ferdinand von dieser Brücke aus erschossen. Damit begann der Erste Weltkrieg. 1984 fand hier die Winterolympiade statt. 1992 die längste Belagerung einer europäischen Stadt nach dem Zweiten Weltkrieg. 300.000 Menschen leben heute in Sarajevo, darunter muslimische Bosniaken, orthodoxe Serben und katholische Kroaten, friedlich verbunden, doch nicht unbelastet von der jüngsten Geschichte. In Sarajevo liegen Moscheen, Kirchen und Synagogen in direkter Nachbarschaft. Seit Jahrhunderten eine Selbstverständlichkeit. Doch diese Mischung der Kulturen und Religionen, die die Stadt so einzigartig macht, wurde ihr Anfang der 90er Jahre des 20. Jahrhunderts zum Verhängnis. ...1425 Tage hielten serbische Truppen Sarajevo umzingelt. Tag und Nacht feuerten sie von den umliegenden Hügeln Granaten auf die bosnische Hauptstadt. Heckenschützen zielten auf alles, was sich bewegte. 11.000 Menschen wurden in dieser Zeit getötet, darunter 1.500 Kinder.